Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zum Video auf Potters Bluff Reviews. Und wie versprochen in dem After Hours Video beginnt heute die Vinyl Week. Das bedeutet, ihr werdet jeden Tag zwei Vinyl-Unboxing-Szenen von Soundtracks. Und fangen wir gleich mit dem ultimativen Schocker an, und zwar Maniac. Schaut euch mal dieses verfickte Cover an. Also wirklich, das ist ein Deathwolves Release also Deathwolves gehört jetzt zu Mondo. Hier ist der Obi-Stripe. Ich glaube, die haben sich selbst übertroffen. Dieses Bild fängt so dermaßen gut die Atmosphäre und den Film ein und den Charakter von Maniac sozusagen. Hier Joe Spinell grandios verewigt. Also, wenn ihr hier länger drauf guckt, kriegt man wirklich Angstzustände. Das ist ein, wie man es sagt, perfektes Cover. So, auf der Rückseite haben wir das sehr schön klassisch gehalten. Diesmal auch kein Gatefold. Das sieht wirklich aus wie die Rückseite von der Originalplatte, die ich übrigens auch besitze, und der Mondo-Version. Hier Schwarz-Weiß-Bilder sozusagen und tolle Bilder aus dem Film. Tracklist, das ist eine Neuauflage von Mondo, also über Deathwolves, weil die Mondo-Version schon, das war ihr erstes Release überhaupt auf Platte, komplett ausverkauft, das bekommt man meistens nicht unter 200 oder 300 Euro. Deswegen surft euch das hier, denn dieses Cover Flash haut nochmal alles aus der Wand. Ich finde das Cover wirklich abnormal gut. Und ja, die Platte hätte ich jetzt beinahe gar nicht gezeigt, weil ich von dem Cover so beeindruckt bin. Das ist auch nicht schlecht hier. So ist das Blau mit so ein bisschen Rot und Weiß gesprengelt. Und hier auf den Labels sieht man jeweils Szenen. Hier, wo er die Krankenschwester umbringt in der U-Bahn. Übrigens im Film alles im Hit-and-Run-Style gedreht. Also keine Drehgenehmigung, einfach lauf los. Und hier auch sehr krass, Joe Spinell, einer der besten Charakterdarsteller aller Zeiten. Ja, sehr schönes Vinyl, wie ihr seht. Ja. Das war's auch schon. Diesmal kein Gatefold, aber wie gesagt, ich finde das nicht schlimm bei so einem wuchtigen Cover, das eigentlich alles raushaut. Ist auch 180 Gramm, tolle Tonqualität und passt perfekt zum Original-Release. Also da konnte auch ich nicht Nein sagen und musste das nochmal kaufen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Leben. Schaut euch Maniac an, ein wirklich unterschätzter Film. Und ich hoffe, dass der auch mal befreit wird demnächst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Leben. Geht ins Kino. Und demnächst, heute kommt noch ein Vinyl-Video und die ganze Woche lang. Viel Spaß dabei. Ciao.